Alter! Frames, Frames, ich hab keine Frames mehr! Wo sind meine Frames geblieben? FPS, FPS! Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program im 12-Stunden-Livestream, meine lieben Freunde, an Silvester. Der Reinrutsch-Stream ist das hier nämlich. Und wir haben passend zu Silvester natürlich mal eine geile Rakete gebaut. Und zwar soll die eigentlich einen Lander nach Leite transportieren. Das ist ein Mond von Jol. Das können wir uns hier auch nochmal in unserem Dokument hier angucken, wo die Planetenkörper erklärt werden. In der Kerbal Spacepedia. Da steht das nämlich drin. Genau, das ist der Gasriese. Und das sind die einzelnen Monde. Und Leite ist was Besonderes. Leite ist nämlich ein Mond, der eine Atmosphäre hat. Genau, da kann man landen. Und das ist im Grunde wie so ein kleiner Körbin, nur ohne Pflanzen und mit sehr viel Wasser. Also man muss da wirklich Glück haben, dass man, oder ja, sehr gut navigieren halt, dass man an Land auch wirklich runterkommt und nicht irgendwo in diesem riesigen Ozean. Man sieht das ja schon, das ist ja eigentlich nur so eine kleine blaue Kugel mit so ein paar Fetzen Land da, ne? Gar nicht so einfach. Ich glaube, der hat nur 20% Landmasse tatsächlich und alles andere ist Wasser. Also gar nicht so einfach. Genau, wenn ihr das hier übrigens feiert, dass wir uns Kerbal Space Program wieder reinziehen, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die Playlist rein, die immer am Anfang des Videos rechts oben in der Ecke verlinkt ist oder am Ende. Und ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, dass wir genau an Silvester Kerbal Space Program spielen. Und es sind übrigens nicht mal mehr 13 Minuten, bis hier 0 Uhr ist tatsächlich. Ihr seid quasi, also die Live-Zuschauer sind live dabei, die YouTube-Zuschauer, ich weiß gar nicht, wann ich die Episode bringe. Aber an der Stelle auf jeden Fall schon mal an die YouTube-Zuschauer frohes neues Jahr. Und wir sind jetzt gerade noch kurz vorm Reinrutschen. Ich habe hier mal ein paar Feuerwerkskörper auf meiner Rakete installiert, die hoffentlich jetzt das Gewicht nicht so zerstören, dass wir gar nicht mehr abheben können. Das habe ich so gar nicht getestet. Ich habe die Aktionstatzen mal belegt hier mit 2 und 3. Wenn ich die zünde, kann ich hier Feuerwerkskörper zünden. Das ist aber erstmal egal, das will ich gar nicht erklären. Das zeige ich euch ja eh gleich. Genau. Das könnt ihr nämlich dann gleich auch sehen, das Feuerwerk. Das hier oben ist der Lander, der auf Leite landen soll. Den haben wir separat schon getestet und der funktioniert ganz gut. Der hat so ein paar kleine Gimmicks, die wir dann ausprobieren werden entsprechend. Und der soll auch natürlich wieder abheben von Leite. Da bin ich mal sehr gespannt, ob wir das hinkriegen, ob er wirklich abheben kann und auch einen Orbit dann hinkriegt. Außerdem soll er auch wieder andocken an die Hauptstufe. Das hier ist die Hauptstufe, die läuft mit diesen Atomic-Düsen-Triebwerken. Da bin ich mal sehr gespannt. Die brauchen immer sehr lange, um zu beschleunigen. Aber prinzipiell sind die ja eigentlich mit die effizientesten Triebwerke, die es gibt. Wir haben hier den Oxidizer rausgenommen, weil wir dadurch nochmal ein bisschen Gewicht sparen. Oxidizer brauchen ja diese Triebwerke hier nicht. Und deswegen passt das eigentlich ganz gut. Genau, hier oben, ja, das werden wir dann sehen, wenn wir angekommen sind bei Leite, wie gut das funktioniert oder wie schlecht das funktioniert. Ja, richtig schwierig war eigentlich der ganze Unterbau, aber eigentlich war es auch gar nicht so schwierig, weil wir haben dann einfach am Ende uns entschieden für diese Festtreibstoffbooster S233 Clydesdale. Keine Ahnung, die sind die stärksten Booster, die man bauen kann im Kerbal Space Program. Dann habe ich hier unten noch das stärkste Triebwerk. Es ist im Grunde Brute Force. Kannst du eigentlich sagen. Das habe ich noch hier, das stärkste Triebwerk. Mammut habe ich noch verbaut unten als Hauptstufe, damit nochmal ordentlich Bums reinkommt. Und damit schafft man es tatsächlich, dieses ganze Gewicht hier oben in einem Rutsch abzuheben. Wenn man dann die Fairing im Weltraum noch wegmacht, verliert man nochmal ein bisschen Masse und kann dann nochmal ein bisschen mehr machen. Also nochmal ein bisschen besser beschleunigen und so. Aber wir wollen ja parallel beim Starten auch noch das Feuerwerk zünden, genau. Ja, Messinstrumente habe ich noch gar keine jetzt dabei irgendwie, also wissenschaftliche Messinstrumente. Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt noch welche mitnehmen soll. Die können wir natürlich aber auch einfach noch dran. Ihr hört es im Hintergrund, Böller, ne? Schöne Silvesteratmosphäre hier. Für die YouTube-Zuschauer wahrscheinlich ein bisschen nachträglich. Ich vermute, das wird mit einer, naja, mal gucken, mit einer bisschen der Verzögerung auf YouTube kommen. So, da muss ich jetzt mal gucken, wie können wir denn jetzt hier, was haben wir denn da eigentlich? Wissenschaft. Wir nehmen mal nur kleine Sachen mit, die wir vielleicht noch hier oben an den Länder einfach noch dran bammeln. Ein seismischen Messer. Die sind ja so leicht, da müssen wir ja gar nicht so krass drauf achten. Machen wir hier auf die Seite noch so ein Ding.
Dann, was haben wir hier? Ein Spektrovariometer für atmosphärische Messungen. Ja, lass das mal hier hinten noch dran machen, wa? Genau. Und dann, was haben wir noch? Ein Pressstart, den können wir oben dran machen. Alter, die Rakete ist so riesig. Vielleicht nicht so, dass dann die Luke nicht aufgeht. Sprecht da aus Erfahrung. Machen wir das lieber mal hier direkt daneben. Und dann da noch ein Thermometer. Auf die andere Seite. Thermometer? Nicht das Thermometer auf die Luke kleben. Das hatten wir ja schon mal gehabt, so eine Aktion. Machen wir das Thermometer mal hier oben dran. So, was haben wir noch? Noch irgendwas Schönes, was wir noch dran bammeln können? Ich glaube nicht. Ich glaube, das war's. Von den kleinen Sachen. Ich meine, man könnte jetzt hier oben dran noch so ein Ding bauen. So ein, was ist das hier? So ein Science Junior. Da müsste ich aber die Fairing neu machen. Das mache ich jetzt nicht. Die Fairing mache ich jetzt nicht nochmal neu. Was war denn das eigentlich? Magnetometer-Ausleger. Ich weiß nicht, wie groß das ist. Keine Ahnung. Ich habe das einfach mal dran gebammelt. Scheint aber noch klein genug zu sein, dass es nicht irgendwie übersteht oder so. Theoretisch kann man die Sachen, also diese Forschungsdinger ja noch auf verschiedenen Höhen ausführen, um dann noch weitere Ergebnisse zu bekommen. Aber dazu müsste man halt die Ergebnisse irgendwie einsammeln und zwischenspeichern. Das geht, glaube ich, nur mit dem Forschungslabor. Egal. Auf jeden Fall 8 Minuten sind es noch. Genau, ich gehe jetzt einfach schon mal aufs Startpad, weil das braucht ja immer auch einen Moment, bis das alles geladen hat. Ich hoffe, durch die wissenschaftlichen Geräte habe ich es jetzt nicht zu unwuchtig gemacht. Müssen wir mal gucken. Oh nein! Kirby Space Program! Das war doch nicht das Feuer. Was ist denn da jetzt passiert, verdammt? So, meine lieben Freunde, wir stehen auf dem Pad. Es ist der Jahreswechsel jetzt schon passiert. Kirby Space Program hat sich nämlich dazu entschieden, einfach mal abzustürzen. Also, was heißt, es ist nicht abgestürzt, aber das Raumschiff ist umgefallen. Obwohl ich vorher alles getestet habe, hing es plötzlich nicht mehr richtig da. Jetzt klappt's aber. Jetzt funktioniert's. So, jetzt starten wir einfach. Ja! Und wir zünden die erste Stufe des Feuerwerks. Jawohl. Der Wahnsinn. Juhu. Weiter, weiter. Nicht aufhören, nicht aufhören, nicht aufhören. Kerbal Space Program, Feuerwerk. Und auch mal hier von denen mal welche zünden. Genau. Wow. Juhu. Guckt euch das an. Guckt euch das an, guckt euch das an, guckt euch das an. Ich mach mal hier den Dings aus. Juhu! Feuerwerk! Eine Idee zu spät, 3 Minuten zu spät in der Realität, aber immerhin, alter Schwede, die FPS sind nicht gerade mit mir, wenn ich das mal sagen darf. Alter Schwede, guckt euch das an. Oh, ich hab... Ha, das sieht ja geil aus. Guckt euch das an. Die kleinen Dinger sind schon leer. Da kommt nichts mehr raus. Schade. Aber hier kommt noch was raus. Juhu! Feuerwerk, Feuerwerk, yay. Feuerwerk, Feuerwerk, Feuerwerk. Yes, 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 yes. Alter. Frames, Frames. Ich habe keine Frames mehr. Wo sind meine Frames geblieben? FPS, FPS! Junge! Mein Rechner stirbt heute, glaube ich, noch. Heute Nacht. Unglaublich. Und so fliegen wir auf den Weg zum Joel. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Wie sieht denn eigentlich die Flugbahn aus? Oh Gott, die ist total krumm und schief hier. Moment, ich muss mal ein bisschen nach unten abkippen hier, glaube ich. Wir sind schon sehr, sehr schnell. Wir müssen mal ein bisschen vertikal fliegen. Horizontaler. Kann ich noch mehr zünden? Ich sollte mir wirklich abgewöhnen, diese Feuerwerke zu zünden. Das zieht meine FPS gerade enorm raus. Aber ich kann nicht widerstehen irgendwie. Bewegen wir uns überhaupt noch? Es kommt mir gerade vor, als wenn wir auf der Stelle fliegen irgendwie. Aber es klingt echt geil, oder? Wie echtes Feuerwerk. Das muss man mal wirklich jetzt mal sagen. Machen wir es mal so. Oh Gott, das war, glaube ich, jetzt stirbt, glaube ich, mein Rechner. Oh, ich verliere gerade Geschwindigkeit, sehe ich gerade. Ich muss mal ein bisschen Gas geben hier wieder. Alter Verwalter. Ja, wie sieht es eigentlich mit der Flugbahn aus? Oh, ein bisschen flach. Aber egal. Flach kann auch gut sein.
Oh. Vehicle ist hypersonic. Okay, warte. Je mehr Feuerwerk ich verschieße, desto leichter werden wir. Juhu! Juhu! Feuerwerk, Feuerwerk! Ich glaube, jetzt habe ich alles verschossen. Ja, jetzt ist alles raus. Bewegen wir uns überhaupt noch nach vorne? Irgendwie habe ich überhaupt kein Geschwindigkeitsgefühl mehr gerade. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wie sieht's denn aus? Ah, ich glaube, das schaffen wir gar nicht mehr, oder? Wird, glaube ich, schwierig mit dem Orbit. Könnte ein bisschen schwierig werden, aber mal gucken. Wir bleiben einfach mal auf Kurs. Ich habe, glaube ich, ein kleines bisschen zu früh angekippt. Aber das war mit dem Lecken durch das Feuerwerk auch echt schwer, das zu beurteilen. Wann und wie und wo und wie viel Grad und hast du nicht gesehen. Gar nicht so einfach. So, jetzt haben wir 44.000. Wir müssen auf, naja, idealerweise auf 70.000 wenigstens kommen. Dann könnte ich die Fairing abwerfen. Und dann hätten wir den Orbit hingekriegt. Genau, frohes Neues, meine lieben Freunde. Frohes Neues. Juhu, frohes Neues. Also, wie gesagt, ihr YouTube-Zuschauer habt eh schon das neue Jahr. Ihr seid eh schon drin. Aber die Leute, die gerade auf Twitch zugucken, da geht gerade was ab im Chat, meine lieben Freunde. Nicht schlecht, nicht schlecht. Der Wahnsinn, der Wahnsinn. Jetzt habe ich mein ganzes Feuerwerk hier verschossen gerade. Draußen geht es noch ordentlich weiter. Da könnt ihr mal sehen, wie viele Feuerwerk die Berliner eingekauft haben. Unglaublich. Die haben sich, die verschießen das Feuerwerk von 3 Jahren wahrscheinlich. Weil die ja im letzten Jahr war ja, glaube ich, auch Verbot, wenn mir nicht alles täuscht. Das wird jetzt alles verfeuert noch. Muss alles raus. Muss alles verfeuert werden. Guck mal, das schaffen wir sogar. Ich werde ja wahnsinnig gerade. Wir schaffen es. Wenn wir bei 70.000 sind, kann ich die Fairing absprengen. Dann haben wir ein bisschen Gewicht neu gespart. Wir drücken gerade die Apoapsis sogar nach oben. Nicht schlecht. Dann drücken wir die mal noch ein bisschen nach oben. War ja auch billig, das Zeug. Alter Schwede, es hat noch funktioniert. Gott sei Dank. Ey, wisst ihr, was das gerade für ein Human-Drama war? Als gerade das Raumschiff von den Halterungsdingern runtergefallen ist und das nicht funktioniert hat nach dem Laden. Das war gerade... Mir ist gerade das Herz in die Hose gerutscht. Ohne Witz. Ich dachte gerade, das funktioniert alles nicht, wie ich mir das gedacht habe. So, ich glaube, warte mal, 100.000 an Höhe ist, glaube ich, genug. Ist das schon die Weltraummusik? Ja, ist schon. Dann können wir Fairing jetzt wegmachen und können mal kurz stoppen hier. Genau, dann machen wir hier jetzt an der Apoapsis, machen wir jetzt mal hier. Das war eigentlich gar kein schlechter Orbital Turn, muss ich mal sagen. War ziemlich gut. Dafür, dass das gerade ad hoc und ganz schnell gewesen ist, hat das gut funktioniert. Aber wir haben mehr Treibstoff übrig als beim letzten Mal, muss ich jetzt mal sagen. Elektrischer Strom, da müssen wir ein bisschen gucken jetzt. Ich sollte mal schauen, dass ich hier die Solarpaneele schon mal ausfahre. Wo waren die eigentlich dran? Die waren hier dran, genau. Moment, das waren jetzt hier nicht ohne Strom. Aber gut, wir sind gerade eh im Schatten. Oh, guck mal, das sind so runde. Das ist ja cool. Das ist ja nice. Das sind so runde Solarmodule. Die sehen ja cool aus. Können die sich auch ausrichten? Ja, die können sich ausrichten. Okay. Nice, meine Liebe, dieses Geräuschkulisse da im Hintergrund. Ja, das wird unsere Jol-Mission übrigens. Jetzt müssen wir dann gleich mal gucken, ob der Jol überhaupt von hier, von dieser Umlaufbahn halbwegs zu erreichen ist. Weil wir müssen natürlich auch mit entsprechend treibstoffsparenden Maßnahmen dahin zum Jol. Müssen wir gleich mal gucken. Wir haben auf jeden Fall doppelt so viel Treibstoff wie beim letzten Testversuch. Ich hatte ja das ganze Raumschiff schon mal ausprobiert. Doppelt so viel Treibstoff am Start. Nicht schlecht. Wie lange brauchen wir noch zum Manöver? 5 Minuten. Könnt ihr mal sehen, wie krass das beschleunigt hat schon. Wir müssen ja nur 12 Sekunden Schub geben. Das ist ja eigentlich sehr effektiv. Guck mal. Genau, frohes neues Jahr, meine lieben Freunde. Frohes neues Jahr. Ich wohne in Bayern mitten in der Pampa, aber bei uns geht's voll ab. Da meinst du, die reißen das Dorf ab. Das ist schon krass irgendwie. Schade, jetzt habe ich das ganze Feuerwerk schon verballert. Jetzt habe ich nichts mehr zum Verschießen. Unglaublich. Aber egal. Ich kann ja gleich die Rakete zünden auf dem Weg zum Jol. Dann beginnt das neue Jahr gleich mit einer Zündung.
Mit einer Zündung hin zum Jol. So, machen wir mal hier Schub, genau. Burnen, burnen, burnen. Burn, Baby. Das ist auch eine geile Silvesterrakete, oder? Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute, viel Erfolg im neuen Jahr an der Stelle. Dass alles so funktioniert und dass ihr alle gesund bleibt, vor allem viel Gesundheit. Das ist auch das Wichtigste eigentlich, was man so wünschen kann. Jetzt driftet das hier so ein bisschen. Ich glaube, wenn ich ein bisschen die Physikbeschleunigung anmache, dann können wir das Driften ein bisschen abbremsen, genau. Guck mal, das sieht doch nice aus. Strom kriegen wir auch. Richtig geil eigentlich. Guckt euch das mal an. Oh, da hinten ist der Mund. Guckt mal. Schön mit dem Mund im Hintergrund. Nice, nice. Mortis-Träger gleich mit Prime abonniert im neuen Jahr. 16 Monate schon. Dankeschön. Auf ein weiteres Bärchenjahr. Jawohl. Danke sehr, danke sehr, danke sehr. So, warte mal. Jetzt können wir gleich mal gucken. Der Jol ist, glaube ich, gar nicht so schlecht positioniert tatsächlich. Wenn wir den jetzt hier gleich mal als Ziel setzen. So. Und wenn wir dann ferner sagen, wir machen mal hier ein Manöver. Das Raumschiff ist ja gerade hier. Manöver hinzufügen. Gucken mal, wenn wir das jetzt rauspushen, ob das vielleicht sogar geht. Schauen wir mal, wenn wir jetzt da richtig rauspushen. Oh, ja, da ist sogar... Ja. Oh, ja. Ja, ja, ja. Oh, oh, oh. Meine lieben Freunde, da ist eine Begegnung. Ein Jol-Periapsis. Wir haben eine Jol-Periapsis hingekriegt. Wir brauchen aber 2000... Oh, krass, guckt euch das mal an. Wir können fast alles bis zu dahin, können wir sogar fast alles mit der aktuellen Stufe noch brennen. Nicht schlecht. Alter, was sind das für Raketengeräusche? Habt ihr das gehört? So, warte mal, wenn wir ein bisschen noch... Wenn wir abbremsen, kommen wir weiter weg. Okay, was ist denn, wenn wir ein bisschen noch ran wollen? Bisschen näher. 1,2. 374.000 Meter Abstand. 75. 374 ist, glaube ich, das höchste aller Gefühle. Näher kommen wir, glaube ich, nicht ran. Ja, näher kommen wir, glaube ich, nicht ran. Näher wird das nichts. Aber das ist schon mal ja nicht schlecht. Den Rest können wir ja dann... machen, wenn wir näher dran sind. Da können wir ja nochmal burnen, theoretisch. Das sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Was ist denn, wenn wir den Punkt nochmal ein bisschen hin und her schieben? Können wir das noch ein kleines bisschen... Okay, nee, schade. Meine lieben Freunde, es ist ja eigentlich der absolute Wahnsinn, dass wir als erstes Spiel im neuen Jahr quasi, also zumindest hier in diesem 12-Stunden-Stream, Kerbal Space Program spielen. Es kommt ja nicht nur im Jahr 23, in diesem Jahr, was jetzt gerade angefangen hat und was jetzt schon eine halbe Stunde knapp alt ist. Es kommt ja nicht nur Kerbal Space Program 2 dieses Jahr raus, was ich absolut extremst suchten werde, sobald ich es in meine Finger kriege. Nein, Kerbal Space Program war auch noch das erste Spiel, was es auf meinem YouTube-Kanal damals zu sehen gab. Und zwar vor 10 Jahren. Mein YouTube-Kanal hat ja jetzt 10-jähriges Jubiläum. Und Kerbal Space Program war das erste Video. Damals noch mit Kaugummi-Automat-Mikrofon, mit schwarzen Balken an den Rändern und mit, was hat er noch gehabt? Kein Thumbnail, kein selbst erstelltes. War einfach nur so ein, einfach mal gucken, einfach mal hochladen und schauen, was so passiert. Und das ist eigentlich lustig, wenn man es mal genau betrachtet, dass das 10 Jahre jetzt her, also das 10-jähriges YouTube-Jubiläum jetzt ist, mit Kerbal Space Program, gleich das erste Spiel im Jahr und dann noch der zweite Teil dieses Jahr. Das ist eigentlich so, da kommt alles zusammen, was irgendwie zusammengehört, meine lieben Freunde. Wir haben jetzt den Jol Orbit auch hingekriegt, beziehungsweise das Jol Rendezvous. Ich bin mal sehr gespannt, ob das treibstofftechnisch funktioniert, was ich vorhabe. Auch dann da entsprechend die Manöver zu korrigieren, dass wir noch näher an den Jol rankommen und dann entsprechend auch mit dem Lander dann auf dem Leite halt landen. Wir müssen ja noch einen Leiteorbit auch hinkriegen. Das wird also noch ziemlich spannend. 10 Jahre, da freut man sich jeden Tag auf neue Sachen von dir. Jawohl, 10 Jahre, meine lieben Freunde, 10 Jahre. Ein ganzes Jahrzehnt auf YouTube. Twitch noch nicht, also Twitch ist noch kein 10-jähriges, das dauert noch ein Weilchen. Da müssen wir, glaube ich, oh Gott, warte mal, 2018 habe ich angefangen auf Twitch so richtig mit Partnerschaft. Ich habe ein bisschen, das stimmt nicht ganz, ich habe ein bisschen früher schon auf Twitch angefangen, Livestreams zu machen, aber da noch sehr unregelmäßig.
Und zwischendrin auch mal nur noch auf YouTube gestreamt. Ich weiß gar nicht genau, wann der erste Twitch-Stream war tatsächlich. Das war ein Arc-Stream, glaube ich. Das könnte 2016 sogar schon gewesen sein. Das dauert aber dann trotzdem noch ein bisschen. Da müssen wir bis 2026 warten, bis das Twitch-Jubiläum ist. Ungefähr so in dem Dreh müsste das sein. Und wir müssen gleich den Joel-Exit vorbereiten. Erstmal den Kirby-Exit und den Joel-Übergabepunkt. In 5, 4, 3, 2, 1 und Zündung. So, jetzt müssen wir tatsächlich laut Anzeige 7 Minuten Schub geben. Das ist schon eine ganz schöne Ansage. Mal gucken, ob das funktioniert. 7 Minuten ist schon ganz schön heftig. Ich weiß nicht, ob es da vielleicht sogar schlau ist, wenn man den Punkt, also das heißt den Orbit um Kirby sogar noch ein bisschen weiter rausschiebt tatsächlich. Das kann durchaus sinnvoll sein, in einer solchen Situation, dass man den nochmal ein bisschen weiter rausschiebt. Dass man vielleicht sogar da noch ein bisschen weniger Schub geben muss, um diesen Exit hinzukriegen. Aber wir sehen schon, es funktioniert halbwegs. Wir müssen halt schauen, dass wir um den Horizont drumherum kommen vom Kirby. Nicht, dass wir wieder auf Kirby zurückstürzen. Die Automatik richtet sich gerade aufs Manöver aus. Also, ich steuere gerade nicht. Und 7 Minuten muss man burnen. Das ist schon ganz schön lange. Da gibt es nochmal 100 Bits von Blubber. Genau, wir haben hier gerade auch einen Hype-Train im Livestream am Start. Wir sind ja immer noch im 12-Stunden-Stream am Start gerade. Im Jahreswechsel-Stream. Der Wahnsinn. Wir fliegen genau auf den Mond zu, oder? Also wenn wir jetzt die Flugbahn so weiterverfolgen, weiß gar nicht, ob wir den touchieren. Oh, ich glaube, jetzt haben wir schon einen Kirby-Exit von der Flugbahn. Wenn sich die Kamera so verändert. Ja, guck mal, da ist der Kirby-Exit. Mund periaps. Ich sag's ja, wir fliegen drauf zu. Aber ja, jetzt entfernen wir uns schon wieder davon. Sonne periapsis. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir da hinten dann hinkommen bei der Joel. Formation, die ich eingestellt habe. Das sieht aber auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut aus. So, und dann müssen wir auf die Atomic-Triebwerke umschalten. Das wird dann sehr spannend jetzt. Aber unsere Kickstage hat schon mal gut funktioniert jetzt erstmal. Das sieht sehr gut aus. 100 Bits nochmal von Sebetus und 100 Bits von Geflügelschere. Dankeschön. Frohes Neues, genau. Der Wahnsinn, der Wahnsinn. Und da ist die Stufe auch leer gebrannt. Gleich. Jetzt. So, und dann müssen wir zünden. Genau. So, jetzt sind wir mit den Atomic-Triebwerken unterwegs. Die burnen natürlich ein bisschen effizienter. Aber brauchen auch länger. Für dieselbe Beschleunigung. Um auf dasselbe Delta V zu kommen. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, damit zu beschleunigen. Aber wir haben ja jetzt den Löwenanteil der Beschleunigung schon erledigt mit dem Triebwerk, was wir gerade abgesprengt haben. Und der Rest, das sind ja dann mehr oder weniger kleinere Korrekturen nur noch. Sieht eigentlich ganz cool aus, wenn man das jetzt hier so sieht. Nicht schlecht. Und da sind wir auf dem Weg zum Joel. So langsam, aber sicher. Und jetzt müssen wir noch 5 Minuten Schub geben. Damit wir die 600 Meter pro Sekunde noch hinkriegen. Nicht schlecht. Mal gucken, ob wir das schaffen. Ich bin gespannt. Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter im 10-jährigen YouTube-Jubiläum, meine lieben Freunde. Und da ist er wieder nach einem kleinen Schnitt, meine lieben Freunde. Wir haben uns jetzt schon mal ein paar Jahre tatsächlich auf Joel zubewegt. Der Trick wird jetzt sein, also erstmal vielleicht die Besonderheit, was bei diesen sehr langen Reisen sehr speziell ist. Und zwar, wenn wir jetzt hier uns auf Joel ausrichten wollen. Ihr seht es jetzt schon, ich habe jetzt hier schon eine sehr nahe Berührung beim Joel eingestellt, weil wir müssen jetzt gleich in der Atmosphäre von Joel so ein bisschen Aero prägen, damit wir Geschwindigkeit verlieren, damit wir nicht wieder auf der anderen Seite rausgeschleudert werden, weil wir ja hier diesen riesen Sonnenorbit haben, der abgebremst werden muss, damit wir im Joel-System verbleiben und nicht wieder rauskommen. Das müssen wir jetzt aber auf der richtigen Höhe machen, damit wir nicht zerrissen werden von Joels Atmosphäre. Wir dürfen es aber auch nicht zu weit oben machen, weil wir dann nämlich wieder in den Weltraum raussegeln und wahrscheinlich nie abbremsen können. Das heißt, wir müssen genau den Sweet Spot erwischen. Ich habe in der Wiki nachgeguckt. In der Wiki stand drin, dass das bei 155 Kilometern wäre. Ich habe jetzt aber mal, weil unser Raumschiff kein Hitzeschild hat, habe ich jetzt mal 256.000 Meter, also 256 Kilometer Höhe gewählt. Ich bin gespannt. Könnte sein, dass das vielleicht nicht ganz zum Abbremsen ausreicht. Zur Not müssten wir selber halt nochmal ein bisschen bremsen. Und das Ziel ist ja Leite. Leite ist das kleine blaue Ding da.
Dieser Mond, da wollen wir hin. So, das heißt, wir müssen erstmal den Orbit um Jol hinkriegen. Möglichst weit nach innen abbremsen. Vielleicht auch nochmal mit dem zweiten Aeroprake. Wenn wir einmal einen Orbit haben, der sehr weit nach außen geht, können wir ja nochmal in seine Atmosphäre und nochmal abbremsen und nochmal und nochmal und nochmal, so lange, bis wir den Abstand haben. Und dann halt auf der Seite hier müssen wir dann wieder Gas geben, sodass wir uns dann aus der Atmosphäre wieder entfernen. Das wäre so ein bisschen der Plan. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ich habe gequicksaved und ich quicksave auch gleich nochmal, damit wir die Höhe nochmal ändern können, falls das nicht klappt, ja. Das ist jetzt so ein bisschen das Ding. Ich probiere es jetzt erstmal so. Wir müssen dran denken, dass wir die Solarpaneele einfahren, bevor wir in diese Aktion machen, weil sonst könnte es sein, dass die abgerissen, oder die werden sehr wahrscheinlich abgerissen. So muss man es eigentlich sagen. Jetzt muss ich mal gucken. Wir haben ja noch mal ein Manöver, genau. Nee, hatten wir nicht, genau. Es reicht jetzt tatsächlich wirklich schon, wenn man jetzt Korrekturen machen will, dass man mit den Manövrierdüsen, die man normalerweise zum Andocken benutzt, kleine Änderungen macht und schon hat man eine ganz andere Flugbahn. Also das ist echt der Hammer, wie wenig Schub ausreicht an dem Punkt, an diesen riesigen, gigantischen Entfernungen, um eine große Änderung auszulösen. Das ist der Hammer. Man muss wirklich nur ganz wenig, ganz sanft Schub geben. Deswegen, das Manöver hier können wir schon abhaken. Das ist nämlich schon passiert. Genau, so, jetzt mache ich am besten nochmal einen Quicksave, weil es hat ja funktioniert. So, und jetzt müssen wir mal schauen, dass wir uns mal dahin irgendwie beschleunigen, ohne übers Ziel hinaus zu schießen. Das ist nämlich auch nicht so einfach. Kann man irgendwie vielleicht jetzt sagen, hierher vorspulen. Genau, spulen wir jetzt mal vor. Wenn das jetzt mit dem Abstand nicht passen sollte, dann müssen wir da nochmal das Ganze neu justieren dann. Und ihr seht, ich bin jetzt auf der maximalen Zeitbeschleunigung. Schaut euch mal an, wie langsam diese Bewegungen aussehen. Und wenn ich ranzoome an Jol, wie schnell sich die Monde um den Jol drehen, das ist schon der Hammer. So lange sind wir unterwegs, dass diese riesigen Distanzen, ich meine, wir zählen ja hier die Tage runter wie Sekunden gerade, ja? Das ist der Wahnsinn. Wenn man so weit fliegen will zum Jol, da muss man schon richtig viel Zeit mitbringen. Viel Geduld braucht man da. Wobei man auch sagen muss, so richtig effektiv ist unsere Flugbahn jetzt auch eigentlich nicht. Wir sind ganz schön weit über die Umlaufbahn hinaus. Man kriegt das, glaube ich, sogar noch besser hin. Wenn man den Startzeitpunkt noch mal ein bisschen besser wählt, dann braucht man auch weniger Treibstoff, glaube ich. Wobei für so einen Pi mal Daumen Start hat das eigentlich schon ganz gut funktioniert. Das muss man auch mal sagen. Dafür, dass das jetzt ohne völlig zu gucken vorher. Ich habe ja vorher nicht nachgeguckt. Ich habe ihn einfach losgeflogen. Auch wegen dem Feuerwerk, das wir noch gezündet haben, bin ich einfach drauf losgeflogen, drauf losgestartet. Dafür ist es eigentlich schon ganz gut geworden, muss ich mal sagen. Also wir haben noch sehr viel Treibstoff auf Reserve. Ob wir damit wirklich dann auch wieder zurückkommen, das ist nochmal eine ganz andere Bank. Zur Not können wir aber aus dem Lander, mit dem wir dann auf Leite landen wollen, auch wieder Treibstoff, Flüssigtreibstoff zu den anderen Düsen rüber übertragen. Das geht ja auch. Also da könnten wir dann nochmal ein bisschen was shiften. Sofern wir es denn schaffen, von Leite überhaupt wieder abzuheben und anzudocken. Das ist nochmal die andere Bank. Aber genau, mal schauen. Alter, wir spulen immer noch vor übrigens. Guck mal, hier werden wir jetzt natürlich langsamer, weil wir jetzt natürlich unsere Apoapsis erreicht haben von der Sonnenumlaufbahn. Jetzt fallen wir ja wieder runter zur Sonne. Wir fallen ja quasi von der Sonne, sind wir ja weggefallen und dann fallen wir wieder auf die Sonne zu. So, und jetzt, der hat ja seine Umlaufbahn, wir fallen jetzt in seine Position quasi rein. Das muss man sich auch mal vorstellen. Wie krass das eigentlich ist, was da passiert. Dass man so ein kleines Objekt, so ein kleines Raumschiff, das ist ja minimäßig im Vergleich zu dem riesigen Gasriesen mit seinen vielen Monden. Und wir schaffen es aber trotzdem durch seine riesige Gravitation, uns reinfallen zu lassen. Und ich habe neulich irgendwie so ein richtig geiles Bild gesehen von unserem Jupiter. Das ist ja, Jol ist ja so eine Mischung aus Jupiter und Saturn so ein bisschen. So angedeutet. Eigentlich mehr Jupiter als Saturn. Aber das, da wurde so visualisiert, wie die Anziehungskraft vom Jupiter die ganzen Asteroiden von uns fernhält. Also wie der die von uns ablenkt. Und wie viele der da vor allem auch ablenkt. Weil, so dass ohne Jupiter uns es nicht geben würde. Weil wir ständig auf der Erde, wird es auch kein Leben geben, weil ständig irgendwelche Felsbrocken auf uns einrasseln würden. Aber die werden alle von Jupiter weggehalten von uns.
So ein bisschen wie diese Weltraumschrott-Visualisierung, die man manchmal sieht von der Erde. Halt nur mit Gesteinsbrocken und Jupiter und Sonnenumlauf. Das ist schon sehr geil eigentlich. Mein Gott, ich bin auf maximaler Zeitbeschleunigung. Guckt euch das mal an. Und wie lange das einfach dauert. Und ich habe ja gesagt, bis hierhin vorspulen oder so. Ich glaube, wir sind da gleich an dem Punkt auch angekommen. Und dann ist es immer noch ein Riesenabstand. Es sind immer noch mehrere hundert, 100 Tage oder so sind wir dann immer noch weg. Alter, guckt euch das an, wie das aussieht. Es ist so geil. Es ist der Wahnsinn. Wie so eine Ultra-Zeitraffer-Aufnahme, ey. Ihr wolltet ja immer Zeitraffer sehen. Ja, hier seht ihr jetzt den Zeitraffer. Und ich muss nicht mal das Video beschleunigen dafür. Hierher vorspielen. Muss halt aufpassen, wenn ich jetzt komplett, ohne dass ich da einen Punkt auswähle, die Beschleunigung mache, dann kann es sein, dass ich dann drüber hinausgehe. So, die Frage ist jetzt, sind wir jetzt vom Abstand her so, dass wir nicht zerschellen? Das ist jetzt so eigentlich die Frage. Ich kann mich ja mal retrograd, rückläufig schon mal ausrichten. Warte mal, da müsste ich doch eigentlich genau drauf zuschauen eigentlich. Wenn ich retrograd mich ausrichte, da müssten wir doch genau drauf gucken eigentlich. Wenn wir über die Verlängerung der Triebwerke gucken. Da! Da ist er! Ich sehe ihn, da! Da hinten. So eine kleine, grünlich leuchtende Murmel. Da, seht ihr, da, wo mein Mauscursor ist, an der Spitze von meinem Mauscursor, da ist er. Dann pass mal auf, dann beschleunigen wir jetzt einfach mal kurz. Aber wie ihr sagt, kontrolliert beschleunigen. Beschleunigen wir mal hierhin. Juri kommt auf uns zu. Oder wir kommen, eigentlich kommen wir auf Juri. Wir fallen eigentlich in seine Richtung. Wir sind auf der zweitschnellsten Beschleunigung und es bewegt sich immer noch so gut wie nichts. Also fast kaum wahrnehmbar, die Bewegung. Aber sie ist da. Das ist nur Dreck auf dem Monitor. Ja, das sieht fast so aus. Ich glaube, in der YouTube-Auflösung wird man es wahrscheinlich nicht mal erkennen können. Jetzt müsste man es langsam sehen, dass da was ist. Man sieht sogar, guck mal, man sieht sogar die Monde um ihn rumkreisen. Wenn man genau hinguckt, diese kleinen Körnchen, die sich da bewegen drumrum. Das sind seine Monde, krass. Wie geil das einfach aussieht. Guckt euch das an, da kommt er. Er kommt und da ist ein Mond. Ist es Leite zufällig? Oh, was wackelt denn so? Warum wackeln wir denn jetzt auf einmal so? Guckt mal. Was ist denn jetzt los hier? Er wird schon nervös hier. Die Körbels wackeln schon im Raumschiff hin und her. Die können schon nicht mehr abwarten, ey. Okay, dann schauen wir doch mal. Wie weit ist denn das jetzt hier noch? In 2 Tagen ist die Periapsis erreicht. Na gut, jetzt gilt's halt, ne? Wie viel Treibstoffaufwand ist denn das, wenn man jetzt hier nochmal eine Korrektur machen würde? Eine Höhenkorrektur. Sonst könnte ich nämlich hier auch eigentlich den Quicksave machen. Guck mal, das sind nur 15 Meter pro Sekunde. Das können wir zur Not auch hier burnen. Ich mach mal hier jetzt noch einen Quicksave. Der Winkel passt ja. Wobei wir in die falsche Richtung kommen, sehe ich gerade. Die Monde drehen sich so rum, wir drehen uns dann so rum. Wir sind auf der falschen Seite. Mist. Ach, egal. Das wurst jetzt. Hauptsache da. Müssen wir halt irgendwie dann korrigieren noch. Oh, da ist er. Wie sie sich freuen, die Warnis. Ihr wisst schon, dass ihr gleich in die Atmosphäre eintreten werdet. So, wie lange dauert das jetzt noch? Wir müssen halt kurz vorher die Solarpaneele noch reinholen, sonst haben wir dann keine Energie mehr. Bevor wir in die Atmosphäre eintreten, müssen wir die Solarpaneele noch reinholen. Die werden sonst abgerissen. Reinholen. Gott sei Dank kann man die wieder ein- und ausfahren. Manche kann man nämlich nur ausfahren, aber nicht wieder einfahren. Das ist dann sehr ungünstig tatsächlich. So, jetzt haben wir natürlich das Problem, dass elektrischer Strom verbraucht wird. Aber ich glaube, wenn ich das SAS ausschalte, wird nichts verbraucht, genau. Wie viel Abstand haben wir denn jetzt noch? 16 Minuten. Da müssen wir mal eine leichte Zeitbeschleunigung mal versuchen. Die Jol-Atmosphäre geht bis 200 km. Echt? Nur? Dann hätten wir noch tiefer reingemusst eigentlich. Da müsste ich nochmal neu laden. Und ich habe nochmal neu geladen, meine lieben Freunde. Ich probiere das Ganze jetzt noch einmal. Ihr seht, ich habe hier ein Manöver gesetzt. Kurz vorm Eintritt. Also was heißt kurz vor Eintritt ist viel gesagt, das sind immer noch mehrere Tage, 2 Tage noch Abstand. Insofern, ja,
41 Sekunden, bis wir das Manöver erreicht haben. Und ihr seht, es sind nur 29 Meter pro Sekunde, wie wenig Schub man braucht bei dem Abstand, um diese Änderungen herbeizuführen. Ich habe jetzt eine Periapsis eingestellt von 166.000 Meter. Empfohlen in der Wiki werden 155.000 Meter. Aber das ist mir eine Idee zu tief. Da würde ich lieber tatsächlich nochmal dann hinterher mit dem Triebwerk eher bremsen, wenn es nicht ganz reicht für einen Orbit. Weil wir ja dran denken müssen, dass wir kein Hitzeschild haben. Das ist schon nicht so unrelevant, glaube ich. Genau, das ist kein Absturz, das ist ein Bremsmanöver in der Atmosphäre vom Joel. Das ist das, genau. Und dann gucken wir mal, ob wir das mit dem Bremsen jetzt hinkriegen. Vorsicht, wir müssen die Solarpaneele auch einfahren. Nicht vergessen, erstmal rückläufig ausrichten. Wir sind aber noch sehr weit weg eigentlich, von 5 Millionen Meter Höhe oder so. Ja, 5 Millionen Meter, das ist noch sehr hoch. So, wie hoch sind wir jetzt? 700.000. Guck mal, jetzt können wir die Solarpaneele einfahren. Solarmodul einfahren. Solarmodul einfahren. Solarmodul einfahren, genau. Und dann machen wir mal noch das SAS aus. Und wir klappen diese Aerobrake-Dinger mal aus. Das müsste noch ein bisschen Luftwiderstand, also was heißt Luftwiderstand? Widerstand halt geben. Luft ist es ja nicht eigentlich. Atmosphärenwiderstand. Mehr Reibung, genau. Mehr Reibung, mehr Bremskraft. Die Dinger hier müssten uns eigentlich stabilisieren, wenn wir gleich eintreten. Jetzt hoffe ich nur, dass hier die Verbindung zwischen Dockingports und den Dockingports, dass sie das aushält mit dem Gewicht, was da hinten dran hängt. Das wird jetzt natürlich schwierig. Oder ja, sagen wir, es wird spannend. Die Kerbals freuen sich. Die finden es geil. Ja. Physikberechnung ist aktiv. Fallschirme könnte man sogar auch benutzen, aber die braucht man fürs Landen auf Leit. Oh. Oh, okay. Da haben wir irgendwas verloren gerade. Ich glaube, wir haben die Brakes verloren. Bringt das eigentlich was, wenn ich Schub gebe? Mal gucken, vielleicht hilft das was. Oh, Temperatur geht hoch. Ja. Das hat wohl nicht so gut funktioniert. War wohl eine Idee zu tief. Okay. Meine lieben Freunde, wir versuchen es jetzt einfach mal 10.000 Meter höher. Ich bin gespannt, ob das jetzt funktioniert. Jetzt bin ich mal, es kann auch sein, dass es vielleicht gar nicht geht ohne Hitzeschild. Man hätte jetzt noch irgendwie ein Hitzeschild dabei haben müssen irgendwie. Man müsste vielleicht die Stufe, hinter der Stufe, mit der man diese Manöver macht, noch ein Hitzeschild installieren. So dass man dann so einen aufblasbaren, es gibt ja so einen aufblasbaren Hitzeschild, den kann man hier benutzen im Kerbal Space Program, dann kann man damit den Aerobreak machen. Es reicht ja, wenn man nur ganz leicht touchieren. Das Schöne ist, dass Leite uns da hinten schon so eine lange Nase macht, die ganze Zeit. Der hängt da ja so rum. Schon ein bisschen gemein. Genau, 4, 3, 2, 1. Machen wir das SAS aus. Und jetzt sind wir in der Atmosphäre. Jetzt müsste schon eine Bremswirkung eigentlich eintreten. Ja, eine leichte Überhitzung. Was ist denn, wenn ich jetzt Gas gebe wieder? Ja, ist natürlich schon ganz schön heftig, ne? Aber es ist nicht so zerstörerisch wie beim letzten Mal. Ist schon ein bisschen softer jetzt. Ja, es kommt rum, es kommt rum. Die Überhitzung ist nicht ganz so schlimm. Es passt eigentlich. Die Frage ist, kommen wir damit jetzt in den Orbit oder nicht? Alter Schwede. Ist schon ganz schön heftig. Nee, hat nicht funktioniert. Okay. Hat nicht funktioniert. So, meine lieben Freunde, wir probieren es noch einmal und zwar mit einer Höhe von 188.000 mit der Periapsis. Genau, jetzt bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Wird auf jeden Fall auch wieder sehr holprig werden wahrscheinlich. Und zwar gebe ich jetzt schon mal Gas. Mal schauen. Ohne Gas geben werden wir es wahrscheinlich eh nicht schaffen. Bei der Höhe von der Periapsis sowieso nicht. Ansonsten müssen wir das aufgeben, diese Idee mit dem Aerobrake. Ansonsten müssen wir halt komplett mit dem Triebwerk bremsen. Das wird natürlich sehr viel Geschwindigkeit erfordern, die wir da abbremsen müssen. Also ich meine, soweit sieht das eigentlich erstmal besser aus als gerade eben wieder. Es ist wieder eine Idee besser.
Es ist eine Idee besser. Aber es ist, glaube ich, nicht ausreichend, um den Orbit hinzukriegen. So, jetzt sind wir an der Periapsis. Jetzt sind wir bei dem, beim tiefsten Punkt, 188.000, den wir eingestellt haben. Und wir zerschellen noch nicht. Jetzt geht's wieder höher. Jetzt kommen wir wieder raus. Es könnte sein, dass das vielleicht jetzt der Sweet Spot ist. Die Frage ist... Oh, das... Da sieht man mal, wie viel wir da abbremsen müssen, Alter. Das muss komplett einmal rum. Jetzt hört die Bremswirkung schon langsam wieder auf. Aber immerhin, wir sind nicht explodiert. Das ist schon mal auch positiv. Es hat uns diesmal nicht zerrissen, aber die Bremswirkung reicht halt nicht aus, um rumzukommen. Wir haben schon deutlich was abgebremst, aber es reicht noch nicht. Wie lange müssen wir denn jetzt abbremsen? Ich muss mal eins kurz gucken. 244 Meter pro... Ja, okay, das geht noch. Also ja, natürlich müssen wir noch mehr abbremsen. 400, ja, das ist noch okay. Das kriegen wir auch hin. Es ist nur ärgerlich, dass wir dafür jetzt so viel Treibstoff benutzen müssen. Das ist ja unser Rückführungstreibstoff eigentlich. Was man sich ja theoretisch hätte sparen können eigentlich. Naja, lässt sich nicht ändern. Ist jetzt so. Da war auch gerade eine Begegnung. Was ist denn das für eine? Tylo. Tylo Ren. Da ist eine leichte Begegnung. Warte mal, was muss man dafür hinkriegen? Oh. Ja, stimmt, wir bewegen uns ja dran vorbei. Da muss man auch nochmal bremsen dann. Können wir uns ja mal schon so ein bisschen drauf ausrichten eigentlich. 1000 müssen wir abbremsen. Ja, ich meine, die Delta Vs haben wir dafür, ne? So ist es nicht. Vielleicht gleich mal noch ein Stück... Leite Periapsis, 800.000. Kriegen wir das noch enger ran? 1 Million... 803. Ja, guck mal, erstmal einen Orbit hinkriegen. Also erstmal einen Joule-Orbit. Das weitere Abbremsen könnte man ja machen, indem man nochmal einen Aerobrake macht. Da würde man sich das sparen, dann den Treibstoff. Wir müssen ja eigentlich erstmal nur einen Joule-Orbit haben. Und dann einfach immer wieder eintauchen in die Atmosphäre. Ist zwar ein Risiko, aber würde Treibstoff sparen. Guck mal, wenn wir das jetzt erstmal so lassen, jetzt kommen wir ja nicht mehr weg. Das ist zwar jetzt ein riesen Abstand, aber wir können ja nochmal einen Aerobrake machen. Die Höhe müssen wir dann halt nochmal wieder auf die 188 bringen. Aber dann könnte man von da das nochmal machen eigentlich. Ich weiß, das klingt wahnsinnig und total verrückt, aber das wäre eine Möglichkeit, dass wir jetzt den Treibstoff uns sparen. Ihr könnt mir auch gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn euch das Video gefallen hat. Und ihr könnt auch gerne den Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren, wenn ihr das noch nicht getan haben solltet, denn dann verpasst ihr auch kein Video. Abonnieren und Glocke aktivieren, denn ich mache noch andere Projekte, nicht nur Kerbal Space Program. Und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao!